Herr Schweizer, auf der einen Seite ein herber Tag für die SP. Sie haben den Regierungssitz verloren gehabt. Im Landrat haben Sie allerdings können heben. Was ist Ihr persönliches Fazit? Also es ist sehr ein trauriger Tag. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir den Regierungssitz nicht haben können halten bzw. sogar ausbauen. Von dem her überwiegt die Enttäuschung über diesen Tag. Wir sind froh, haben wir diesen Sitz können halten. Wir hätten uns sogar noch einen gewissen Zuwachs können wünschen. Von dem her haben wir auch dort das Minimum erreicht im Parlament, aber immerhin sind die 21 Parlamentarier weiterhin, das ist gut. Als Fraktionspräsidentin wird das Politisieren in der nächsten Legislatur sicher spannend für Sie, wenn Sie keinen Regierungsrat mehr haben. Gang in die Opposition ist angekündigt worden, was heisst das konkret? Also wir werden der Regierung sicher ganz genau auf die Finger schauen jetzt in Zukunft. Wir werden probieren, konstruktiv, aber sehr konsequent die Oppositionspolitik zu machen. Das heisst, wir werden schauen, dass die Regierung unsere Ideen berücksichtigt. Wir haben jetzt eine Initiative gesammelt während dem Wahlkampf, Wohnen für alle. Das sind unsere Vorschläge, wie man weitergehen in diesem Kanton. Und das werden wir der Regierung unterbreiten, nötigenfalls halt auch mit Erfolgsinitiative oder indem man eine Gesetzesvorlage halt in eine Volksabstimmung bringt. Sie haben jetzt quasi als Bildungspartei ausdient, jetzt, dass Sie ja nicht mehr den Bildungsdirektor stellen, ist das eine Erleichterung? Nein, wir hätten gerne die Bildungsdirektion weitergeführt, das ist natürlich, das ist ganz klar. Wir haben auch Bedenken, wenn jetzt Monika Gschwind die Bildungsdirektion übernimmt, dass dann, wenn sie auch von der starken Schule hinten nachlaufen wird, dass es dann natürlich sicher zur einen oder anderen Volksabstimmung wird kommen, weil das nicht eine mehrheitsfähige Politik ist. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die Sie machen als Partei in den nächsten Tagen? Also wir müssen jetzt sicher mal analysieren, was ist passiert, wieso haben wir so verloren. Und wir werden dann schauen, wie wir weiter werden vorgehen können, uns neu organisieren. Also vor allem halt planen, wie würde man den nächsten Wahlkampf angehen. Es ist klar, bei der nächsten Vakanz werden wir antreten und wir sind auch überzeugt, dass das Basel-Bieter Volk das wird korrigieren bei den nächsten Wahlen. Zum Schluss noch eins, haben Zweier-Tickets jetzt ausgedient bei der SP? Das kann man jetzt auch noch nicht sagen. Das ist sicher etwas, was wir analysieren müssen. Es kann ein Risiko sein, aber es ist bei uns von der Delegiertenversammlung so verabschiedet worden. Es ist basisdemokratisch entschieden worden. Darum ist es auch richtig, dass wir so gegangen sind. Und es hat sicher auch ganz viele SP-Leute mobilisiert. Dankeschön, Frau Schweizer.